zur Teilaufgabe B. Bei der Teilaufgabe B liegt die Aufgabe etwas anders. Wir kennen den Arbeitspunkt, der in der Leuchtdiode eingenommen werden soll, nämlich 5 mA. Und den können wir gleich mal suchen. Wo wird dieser Arbeitspunkt sein? 5 mA. Und da können wir natürlich auch gleich die Spannung dazu ablesen. Die finden wir hier. Das sind dann so 1,2, 1,3 Volt. Dann kennen wir von der Schaltung links der Quelle, wenn wir das meinetwegen nochmal mit A und B bezeichnen, also in Teilaufgabe B, C, D, E, können auch E und F nehmen, damit wir hier nicht durcheinander kommen, also die Klemmen sind dann E und F. Wir kennen von der aktiven Schaltung, von dem aktiven Zweipol links von E und F den Innenwiderstand, kennen aber nicht die Quelle. Um genau diesen Arbeitspunkt zu finden, was sagt uns der Innenwiderstand? Der Innenwiderstand zeigt uns den Anstieg an dieser Kennlinie der aktiven Quelle. Also haben wir einen niedrigen Innenwiderstand, haben wir hohe Kurzschlussströme, dann sieht die Kennlinie so aus. Wird der Innenwiderstand größer, sieht die Kennlinie entsprechend so aus. Dann haben wir also kleine Kurzschlussströme und hohe Leerlaufspannungen. Also wir kennen den Anstieg, also irgendwie müssen wir den Anstieg hier einzeichnen und dann können wir den Anstieg mitnehmen, so dass dann die Kennlinie genau durch den Punkt verläuft, den wir treffen wollen. Und dann können wir natürlich UQ und IQ ablesen und können damit hier auch die Frage beantworten, wie groß IQ ist. Ja, um den Anstieg einzuzeichnen, kann man sich am einfachsten hier zwei Werte zurechtlegen, die den Anstieg charakterisieren. Und dann nehmen wir einfach mal willkürlich an für den aktiven Zweipol in Teilaufgabe B. Also aktiver Zweipol, mit Anstieg 200 Ohm. So, zum Beispiel, das ist jetzt willkürlich, da können Sie auch was anderes nehmen. Natürlich ist es sinnvoll, wenn wir jetzt irgendeine Spannung nehmen, die wir hier auch einzeichnen können. Also sage ich einfach mal 2 Volt. Wir sagen also UQ-Ersatz sei gleich 2 Volt. Das habe ich so festgelegt. Wenn das so ist, dann folgt daraus, dass IQ-Ersatz ist ja UQ-Ersatz durch RI. So, und entsprechend unserer Annahme ist ja UQ-Ersatz jetzt 2 Volt. RI hatten wir gegeben, 200 Ohm. Und damit kommt hier raus 10 Milliampere. Also, wenn UQ-Ersatz 2 Volt ist, dann wird IQ-Ersatz 10 Milliampere. Das ist die Aussage. Ja, Sie können den Anstieg auch anders bestimmen, das bleibt Ihnen überlassen, aber das ist ja im Prinzip schon das Schnellste. Ja, dann zeichnen wir das mal ein. Also, wenn UQ-Ersatz 2 Volt ist, dann ist IQ-Ersatz 10 mA. Dann läge die Kennlinie so hier drin und würde diesen Arbeitspunkt hier hervorrufen. So, wir sehen, das sind keine 5 mA. Wir wollten aber 5 mA. Da wir jetzt die Neigung dieser Kurve haben, dieser Kennlinie, ist es allerdings leicht. Wir brauchen diese Kurve einfach nur so weit parallel zu verschieben, bis wir den gewünschten Arbeitspunkt treffen. Das ist hier in diesem Fall, waren wir schon relativ nah dran. Mit dieser Kennlinie zeichne ich jetzt hier mal ein. So, und was wir hier ablesen, das ist IQ-Ersatz, das wäre UQ-Ersatz. Wenn wir hier also die Darstellung für den aktiven Zweipol mit Ersatzquelle und Innenwiderstand in Reihe wählen würden, haben wir aber nicht. Wir haben hier also die Darstellung Stromquelle mit Innenwiderstand. Also interessiert dieser Wert, den lesen wir ab und das ist IQ gleich, ja, was lesen wir noch? Das sind ungefähr, also hier sind 10, hier sind 12,5, 11,5 mA.
Das ist bei der Ablesung immer nicht so kritisch. Wenn Sie dahinter schreiben, abgelesen, ist klar, dass wir da eine größere Toleranz haben. Wenn wir da genauer sein wollen, können wir natürlich das Diagramm strecken, hier ordentlich auch teilen. Bedenken Sie aber gerade bei der Arbeit mit Kennlinien, dass diese Kennlinie sich sehr stark bewegt, sehr stark ändert, schon mit Temperaturänderung um 40 Grad oder so rutscht die hier entsprechend runter um einige Hundertstel Volt bis in die 10 Millivolt hinein. Dann haben wir auch Bauelemente, Streuung, die ohnehin diese Flussspannung auch ganz ohne Temperatureinfluss von Bauelement zu Bauelement ändern. Also das ist alles nicht so sehr genau, deswegen macht es hier auch keinen Sinn, die Milliampere in Mikroampere-Bereich Genauigkeit anzupeilen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.